Guten Morgen, es ist kurz nach 5:30 und ich bin da im Blumenladen und es ist alles noch ganz, ganz leer. Heute, erster Arbeitstag nach meiner Sommerpause, auch hier im Blumenladen, du siehst, es ist leer, es ist Hall da. Es hat noch einige Sachen mit stabilisierten Rosen, die sind noch da vom letzten halben Jahr. Und jetzt ist alles leer. Es hat noch Muscheln darum stehen und sonstige Deko-Accessoires. Meine Stellwand ist da und ich mache mich jetzt bereit, dass ich an die Blumenbörse fahren kann, um neue Sachen zu kaufen, damit bald wieder im Blumenladen ein Leben eingehaucht wird. Am Samstag kommen die frischen Blumen aus Holland noch, damit es dann wirklich am Montag richtig losgehen kann. Du siehst wirklich, es ist leer. Es hallt. Und ja, ich nehme euch heute mit auf diesen ersten Tag. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schreibt in die Kommentare unten rein, auf was ihr euch freut, wenn der Blumenmann wieder da ist. Ups, es ist noch etwas dunkel. Ich bin jetzt an der Blumenbörse. Wir hier in der Schweiz sind noch nicht so krasse Social Media affine Leute bei den Floristen. Da gehöre ich eigentlich etwas zur Ausnahme. Darum nehme ich nicht euch mit in die Blumenbörse. Es ist für mich ein spezieller Morgen. Ich war seit etwa einem Jahr vielleicht plus minus nicht mehr an der Blumenbörse in der Hauptstadt. Ich war oftmals, wenn ich war, noch in einer kleinen Blumenbörse. Ja, es ist ein spezieller Morgen, weil ich wieder arbeite, weil ich wieder an die Blumenbörse fahre und ja, weil es einfach ein Tag ist, wo ich noch etwas müde bin, weil die Ferien, die waren wunderschön. So, nun rund etwas mehr als eine Stunde später bin ich voll. Ich hoffe, dass ich kurz nachdem ich dann losgefahren bin, noch schnell euch zeigen kann, wenn ich an einem ruhigen Ort bin, was ich alles so eingekauft habe. Eigentlich wollte ich sagen, neben mir ist noch ein Platz frei, aber ich bin da noch schnell in einen Laden reingelaufen, der auch an der Blumenbörse ist und der hatte einfach noch so tolle Töpfe und diese Töpfe musste ich mir auch noch schnell kaufen und ja, so bin ich halt jetzt wirklich voll. So, ich habe da ein schattiges Plätzchen gefunden. Sonne hat mir voll ins Gesicht gescheint. Und ja, ich mache jetzt mal alle die Türen auf. Und ihr seht, es ist wirklich voll. Ich muss da die Türe schließen. Sonst gibt es da Ärger mit dem Lärm. Alles ein wenig improvisiert, aber ja, damit ihr da einiges Cooles seht, habe ich gedacht, ja, nehme ich da schnell ein wenig euch mit. Ich habe jetzt die Kamera gedreht, dann kann ich es euch noch besser zeigen. Ich habe da wunderschöne Phalaenopsis-Pflanzen gekauft, dann endlich Korokia. Ist ja etwas wirklich auch sehr angesagt. Dann die Sonnenhut, Chrysanthemen, Basilikum für zu Hause, dass wir wieder feines Pesto machen können. Dann hat es da hinten auch noch die großen Phalaenopsis-Pflanzen. Und natürlich im Herbst dürfen die Gräser nicht fehlen. Dann hinten habe ich die ersten Schnittblumen auch gekauft. Schönes Grünmaterial. Dann hat es da eine Kiste. Wenn wir da schön reinschauen, geht's. Kannst du was sehen? Es hat da Aloe drin, Efeu drin, dann habe ich noch Hortensienpflanzen gekauft. Dann habe ich da auch noch getrocknete Blumen gekauft. Ist ja was vom Angesagtesten jetzt. Komme ich morgen noch mehr rüber. Dann habe ich da noch Zimmerpflanzen gekauft, Frauenhaarpflanzen. Dann hat es da Chrysanthemenpflanzen. Ja. Schauen wir da mal schnell runter. Ui, da sieht man auch ganz, ganz wenig. Also, ihr seht, ich habe da ganz, ganz, ganz vieles eingekauft. Jetzt geht es dann weiter mit Ausräumen, ein wenig vorbereiten, vielleicht noch etwas Administration, Büro zu machen und dann geht es am Nachmittag in die Badeanstalt noch. Da nehme ich euch nicht mit. Ich mache das Video jetzt dann gleich fertig. Aber was ich euch sagen kann, wenn ihr wissen wollt, wie meine Badeanstalt aussieht, es gibt einige Videos, da ich euch gezeigt habe, wie die große Städte Bad neu umgebaut aussieht.
sieht. Ein Video stelle ich euch da nach dem Video hin in die Beschreibung rein. Also wenn ihr Lust habt, schaut rein, wie die Bade in großen Städten aussieht. Und morgen will ich schauen, ob ich wieder einen Blumenstrauß binden kann, etc. Also Livestream nicht verpassen. Wann genau der kommt, weiß ich noch nicht. Aber schaut einfach rein. Vielleicht habe ich morgen auch eine neue Frisur. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Aber schaut rein, wenn der Blumenmann wieder da ist, weil er hat Freude, dass du und du und du vielleicht am Montag, Dienstag oder Mittwoch reinschaust, was ich da mit diesen Ware, wo ich mein Auto vollgestopft habe, machen werde. Also, schließe meine Türe, fahre den letzten Abschnitt noch zu mir nach Großerstetten und ja, wenn du Lust hast, schau wieder rein. Jetzt bin ich wieder da. Und da kannst du mich besuchen kommen. Tschüss und weg, sag ich dann. Bis zum nächsten Mal. Wieder.